Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt zu unserer diesjährigen Veranstaltung, zu unserem Sommerfest. Wir haben vor einem Jahr hier gestanden und sagen können, wir haben eine kleine Tradition begründet. Diese Tradition ist zu verdanken dem beharrlichen Engagement unseres Kollegen Holger Karsten, der in den letzten 4 Jahren mit großer Energie und großer Leidenschaft diese Veranstaltung immer wieder organisiert hat. Und ich freue mich sehr, dass ich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen von Leadership Choices heute in dieser Tradition Sie hier begrüßen darf. Vielen Dank, lieber Holger. Danke für die netten Worte. Zum Stichwort Tradition möchte ich gerne beginnen mit einem Zitat von Sönke Neitzel, dem Militärhistoriker. Einigen von Ihnen wird der Name ein Begriff sein. Der hat im Gespräch mit dem Spiegel gesagt: Tradition ist immer eine Auswahl, bei der ich mir vom Wühltisch der Geschichte die Teile nehme, die mir nützlich erscheinen. Wir wollen heute nicht den Wühltisch der Geschichte benutzen, sondern wir wollen die Traditionen, die Erinnerungen an diese Art von Veranstaltung nutzen, um uns inspirieren zu lassen, was heute Abend passiert. Eine kurze Begrüßung. Sie können sich denken, dass gleich ein zweiter Teil der Begrüßung erfolgt durch unseren Freund und Partner Martin Kasper. Wir haben dann einen dritten Programmbestandteil durch unseren Kollegen Carsten Drath, der nochmal von einer anderen Art und Weise sprechen wird, wie man einen guten Zweck gut unterstützen kann. Und danach erwartet uns Musik von Flo Schneider oder auch von Florian Brettschneider. Er hat gesagt, ich darf Ihnen beiden seine Identitäten vorstellen. Das kommt dann nachher noch. Ich möchte an dieser Stelle danken. Danken all denen, die sehr fleißig daran gearbeitet haben, dass wir heute Abend hier zusammen sein können. Die auf Seiten von Childhead Network und die auf Seiten von Leadership Choices dazu beigetragen haben. Ganz herzlichen Dank. Und damit möchte ich eigentlich gerne auch schon übergeben an Martin Kasper, der eine kurze Vorstellung von Childhead Network machen wird, die tatsächlich kurz ausfallen darf, weil viele hier diese Organisation ja schon kennen und schon begleiten. Und dann gehen wir weiter an Carsten Drath und dann werde ich nochmal das Mikrofon ergreifen und unseren Künstler ankündigen. Martin. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Es ist schön, dass der Raum wieder gefüllt ist. Es ist schön, dass wir diese Tradition nun im 5. Jahr fortsetzen. Zum 5. Mal sind wir hier gemeinsame Partner und es gibt 3 Indizien, warum diese beiden Organisationen so gut zusammenpassen. Also es gibt viele Leute im Raum hier, die beide Organisationen mögen. Es gibt viele Organisationen im Raum hier, die ähnliche Visionen haben. Und wie wir sehen, gemeinsam schaffen wir diese Tradition, dass wir spannende, interessante, zauberhafte, abwechslungsreiche Abende gestalten. Das wünsche ich Ihnen heute Abend auch alle wieder. In der Tat haben wir beschlossen, heute Abend kurz zu sein. Deswegen vielleicht nur ein paar wenige Fakten von Childhead Network. Childhead Network wird 10 dieses Jahr. Ist also keine ganz junge Organisation mehr. Wir haben 110.000 Kinder aus der Armut geholt in den letzten 10 Jahren. Wir haben über 1.000 Lehrer auf der Payroll aktuell mit unseren 28 internationalen Partnern. Wir haben über 30.000 Kinder und Jugendliche aktuell in unseren Projekten, denen wir über den Zugang zu Bildung und Berufsbildung es ermöglichen, sich selber ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Was das heißt, erzähle ich Ihnen nur an einem Beispiel. Mein Namensvetter Martin, an beiden Beinen amputiert, weil er von einem Bus überfahren wurde, ist heute erfolgreicher Unternehmer. Er verleiht Rikschas. Er wartet die, er sorgt dafür, dass sie in Ordnung sind und jeden Morgen kommen 25 junge Männer, gestählt mit ihren Muskeln,
motiviert, sich selber über den Tag Geld zu verdienen. Er verleiht die Fahrzeuge dafür, die Produktionsmittel und ist deswegen in der Lage, seinen inzwischen drei Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Er selber ist im Waisenheim aufgewachsen, ohne Eltern, ohne Verwandte. Und das ist nur eines von vielen Tausenden von Erfolgsbeispielen. 25 Euro reichen uns pro Jahr, um ein Flüchtlingskind in Assam ein Jahr lang zur Schule zu schicken. In Deutschland brauchen wir für ein Flüchtlingskind über 1000 Euro pro Monat. Der Wirkungsgrad ist also deutlich unterschiedlich. Wir haben wieder einen anonymen Spender, der alle ihre Spenden heute Abend verdoppelt. Deswegen hoffe ich, dass Sie den Abend genießen. Ich hoffe, dass Sie miteinander gute Gespräche führen. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass Sie alle etwas zu diesen Projekten beitragen. Dankeschön. Und bevor ich an Carsten übergebe, möchte ich noch eine Entscheidung, die diesen anonymen Spender möglicherweise viel Geld kosten könnte, kommunizieren. Wir haben im Kreise der Gesellschafter von Leadership Choices entschieden, dass wir auch in diesem Jahr wieder 5000 Euro für diesen Zweck Child Network zur Verfügung stellen und hoffen, dass der ein oder andere sich vielleicht angeregt fühlt, auch noch den ein oder anderen kleinen Beitrag zu leisten. Die Damen und Herren von Child Network werden Ihnen gerne erklären, wie das am einfachsten realisiert werden kann. Und damit möchte ich gerne übergeben an meinen Kollegen Carsten Brath, der noch ein bisschen was anderes erzählen möchte. Ja, im Bereich Coaching ist das Thema Transfersicherung immer was ganz Wichtiges. Also inwieweit kann man das transferieren, was man gelernt hat? Wir haben das letzte Mal das Thema Resilienz durchgenommen. Wer von Ihnen war denn da? Wer erinnert sich noch? Letztes Mal? Da hatten wir eine Übung Dankbarkeit. Wer von Ihnen hat dann mit dieser Dankbarkeitsübung mal so ein bisschen experimentiert? Aha, okay, gut, also das können wir noch besser machen. Also, ne, das Thema Transfersicherung ganz wichtig. Man muss es auch wirklich tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und genauso ist auch das Motto von diesem Vortrag hier. Und zwar bin ich sehr inspiriert worden von der Aktivität, die Martin und Stefan Bode letztes Jahr losgetreten haben und Jochen Fortner, die nämlich mit dem Mountainbike über die Alpen gefahren sind. Und Martin ist ja nicht leicht zufriedenzustellen. Da hat er gesagt, also damit das keine Altherrentour wird, nehmt ihr bitte noch wie viel Kilo Gepäck? Das war nicht ich, das war ein Kollege von denen. Okay, gut, also die haben auf jeden Fall noch 10 Kilo Handelscheine mitgenommen, damit es auch wirklich also eine echte Leistung ist. Hat mich sehr inspiriert, insbesondere auch, was damit möglich war, an finanziellen Ressourcen zu mobilisieren. Und habe dann gesagt, gut, ist ein spannendes Thema. Im Bereich Resilienz ist für uns das Thema auch wichtig, mentale Agilität. Mentale Agilität bedeutet, dass man damit komfortabel wird, sich außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn man das alles kombiniert, also diese Idee mit der Tour, unser Thema und was Gutes damit tun, was könnte denn daraus eigentlich erwirken? Und dann, eines Morgens, hatte ich die Idee, und zwar geht es um eine Organisation namens CIS, die ein derart schlechtes Marketing hat, dass ich mir ganz sicher bin, dass Sie die nicht kennen. Und deswegen, das möchte ich erinnern. CIS ist eine Organisation, die vergibt Studienreisestipendien an junge Menschen. Und das Interessante daran ist, diese Organisation gibt es seit mittlerweile über 60 Jahren. Die wurde 1956 gegründet. Und es war die Zeit nach dem Krieg und die Idee ist eigentlich entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Die Organisation in Frankreich heißt Seligia. Und das war, also diese Zeit 1956, 1955, Marina Ewald hat quasi die Idee aus Frankreich nach Deutschland geholt. Und die Idee war zu sagen, wir geben jungen Menschen die Gelegenheit, auf eigene Faust zu reisen, auf eigene Faust ein Thema sich zu erarbeiten, in ein fremdes Land zu fahren, mit einem bestimmten Budget, das gesponsert wird, aber ohne eigenes Geld. Und die Idee ist also, wie folgt, das Ganze ist ansässig in der Schule Schloss Salem, auch keine ganz schlechte Adresse. Das ist sozusagen auch die Schirmherren von dieser Organisation. Junge Leute bewerben sich mit dem Thema, kriegen einen Mentor zur Seite gestellt. Und wenn das Thema akzeptiert wird, dann bekommt man ein Stipendium in der Höhe von 600 Euro. Das ist genug, um zu überleben, aber es ist nicht genug, um in der Jugendherberge zu schlafen.
und man muss außerhalb von Deutschland, also ins Ausland gehen und mindestens 4 Wochen außer Landes bleiben, kein eigenes Geld mitnehmen und an einem Thema arbeiten, an dem man selbst, dass man sich selbst sozusagen ausgesucht hat. Und das ist schon, je nachdem, wo man hingeht, eine ganz schön anspruchsvolle Geschichte. Und da sind in den 60 Jahren hunderte von faszinierenden Projekten entstanden. Einmal im Jahr ist in der Schule Schloss Salem eine Ausstellung dieser Projektarbeiten, zurückgehen bis 1956. Da sind Leute mit diesem Geld bis nach Brasilien gekommen, auf irgendwelchen Bananendampfern, haben sich Geld mit Pokern dazu verdient. Das ist also unglaublich. Ja? Das Ganze geht zurück auf einen französischen Industriellen, der von Paris mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren ist, weil er die Hagia Sophia so gerne sehen wollte und hat sich sein Geld mit Trompetespielen verdient hin und zurück und ist dann später zu Geld gekommen. Jean Walter, der ist sozusagen der Schirmherr von der ganzen Geschichte. Was sind so Themen? Ja, ganz genau, ganz wichtig, Telefone an der Stelle, ne, ist ein guter Indikator, gleich nutzen, auch stumm schalten. Gleich kommt die Musik, aber was wir nicht haben, stört es ja nicht. Auf den Spuren der Tour de France zum Beispiel, also eine Stipendiatin ist mit dem Tross der Tour de France mitgereist, wissenschaftlicher Wahlfang in Island, jüdische Identitäten in Polen oder das Leben von Schwulen und Lesben in der Ukraine, also wirklich ganz, ganz wilde und abgefahrene Themen, der Blues in Norwegen, das ist alles möglich an Themen. Und diese Arbeiten, die werden dann einmal im Jahr präsentiert und das ist jedes Mal, dass einem schier die Kinnlade runterfällt. Und das ist nicht irgendeine Organisation, sondern das hat für mich natürlich auch ein gewisses Thema, da komme ich aber noch gleich zu. So, was ich mir überlegt habe, ist mentale Agilität. Ich bin ja gern schlank. Radfahren mache ich sozusagen den ganzen Tag. Also ich fahre von hier nach Girona. Das sind 1000 Kilometer, da muss man über die Alpen, das sind 1000 Höhenmeter und 1000 Kilometer in der Länge. Das mache ich und ich lasse mich dafür sponsoren. Und die Ersten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben gesagt, wieso sollte dir jemand Geld geben, dass du Fahrrad fährst? Ja, zugegebenermaßen, das muss man erstmal konstruieren, aber die Idee war, Sie sehen meinen geschwellten Körper mit den ganzen Logos, die da drauf sind. Die Idee war es, Sponsoren zu gewinnen, die sagen, Mensch, finden wir eine gute Idee, das unterstützen wir und das fördern wir. Und die Strecke ging also von am Rhein entlang, über den Schwarzwald, über den Bodensee und dann über Liechtenstein, insgesamt 6 Ländern, schlussendlich nach Verona. So. Was ist meine Geschichte mit CIS? Es ist nicht irgendeine Organisation, denn es ist mittlerweile über 30 Jahre her, es ist traurig, das zu erwähnen. Dieser gut aussehende junge Mann ist damals nach Schottland gefahren und hat tatsächlich über das Thema Fischerei an der Westküste Schottland geforscht. Ich bin damals 1700 Kilometer mit dem Fahrrad dahin gefahren. Das war damals die billigste Methode, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, eine Zeit von Flixbus. Heute kommt man für 60 Euro mit Flixbus nach Edinburgh, das war damals nicht möglich. Ja? Also Fahrradfahren war das günstigste. Und als Resultat für die Arbeit wurde ich tatsächlich mit einem Preis ausgezeichnet. Der Preis bestand darin, dass man noch Stipendium hat. Ja. Noch so eine Reise. Und dachte ich, okay, was setzt sich da jetzt noch drauf? Bei so einem Fischtrawl hatte ich einen Wal gesehen. Also wir hatten einen Wal gesehen. Ich war natürlich nur so der Hiwi. Aber das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, Wal fangen. Also nach Island. Mit 600 Euro, oder damals waren es 450 Mark, nach Island zu kommen, ist nicht ganz trivial. Ja? Also das geht eigentlich nicht. Also musste ich die Botschaft bearbeiten. Ich musste, habe einen Platz umsonst auf einem Fischfrachter von Bremerhaven nach Island bekommen. Wurde dann dort fast abgeschoben, weil man dachte, ich wäre ein Terrorist, weil der Papst war zu dem Zeitpunkt da. Und ein Jahr zuvor war ein Walfangschiff im Hafen mit einer Haftmine versenkt worden. Also ein Ökoterrorist. Also diese Dinge. Ich musste dann mit der Botschaft arbeiten und dadurch entstand ein Kontakt, den ich dann genutzt habe, um, als die Krise überwunden war, ein Interview mit der isländischen Staatspräsidentin zu bekommen. Also solche Dinge, das nennen wir CIS-Glück. Ne? Also das ist sowas wie, es geht gar nicht, es ist komplett ausgeschlossen, aber wenn man es versucht, geht es halt irgendwie doch. Das war ich auf der Walfangstation, das da sind die Überreste eines Finnwals und ich war einer der, die diese wissenschaftlichen Methoden im Walfang dort beobachtet und untersucht haben. Es war absolut faszinierend. Natürlich nicht schön, anschließend war ich erstmal Vegetarier, aber das kriegt sich dann auch mit der Zeit. Das Interessante daran ist, der Kreis schließt sich auch. Ab einem gewissen Alter kommt man dann zu dem Zeitpunkt, dass die eigenen Kinder dasselbe machen. Dieses Jahr war es auch so, dass meine Tochter, die jetzt 19 ist, Kara, auch eine CIS-Reise gemacht hat. Also wir waren quasi zeitgleich unterwegs. Und sie hat zum Thema Schafzucht
in Schottland und der Brexit, die Auswirkungen des Brexit geforscht. Also auch nicht unrelevant. So, das bin ich auf dem Weg. Es ist, also den Rhein lang zu paddeln ist eine Sache. Dann ging es über den Schwarzwald, das geht tatsächlich berghoch an den Bodensee. Und dann vom Bodensee aus, da hat es nur einmal geregnet, nämlich so den ganzen Tag Richtung Schweiz, den Altrhein hoch. Und dann ging es in die Berge. Man sieht schon, es fällt so ein bisschen der Speck von den Backen ab. Ne? Das hier ist der Flöhler Pass, da ging es dann halt schon bis hoch in den Schnee. Und dann anschließend kam ich dahin. Und das ist so für die Fahrrad fahren, das ist so die Mutter aller Pässe. Ne? Das ist so das Stilze Joch, der Stelvio. 48 Kehren, definitiv jenseits meiner Gehaltsklasse. Aber wir haben alle so mit leuchtenden Augen darüber gesprochen, dass ja, okay, alles klar, ich mache einen Tag Pause. Ich hatte einen Tag gut, weil ich schneller war als geplant. Den gebe ich mir und dann bin ich da auch noch hochgefahren. Und das war, also 48 Kehren, Wahnsinn, ein Wahnsinnserlebnis. Und ab da, das Interessante ist, wenn man von hier über die Alpen nach Süden fährt, fährt man bergab. Also nach den Alpen geht es bergab. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja. Also war eine Wahnsinnserkenntnis. Dann kam die Edge. Und dann bin ich die Edge sozusagen nur noch lang gerollt bis Verona. Das war also vergleichsweise easy. Und dann irgendwann war ich in Verona und dachte so, schade eigentlich. Jetzt könnte ich noch zurückfahren. Wenn mir jetzt noch irgendeiner Geld dafür geben würde, dass ich zurückfahre, dann würde ich das machen. Und deswegen sind wir hier. Dann hat RTL angerufen. Also ich hatte eine Medienkampagne dazu, ich hatte Presse und so weiter. Dann rief RTL an und sagte, Mensch, da tolle Sache, wir sind ein bisschen spät dran, mach das da einfach nochmal. So, dann fing ich an zu denken. Ja, also da war dort auch so ein bisschen Medienecho, immerhin Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne? Also nicht nur der Regionalteil. War ganz spannend und dann entstand die nächste Idee, das jetzt nochmal ein bisschen größer aufzuziehen. So, und diese Idee sieht wie folgt aus. Einfach alles doppelt so viel. Also genau die gleiche Zeit oder ein bisschen mehr Tage, dafür aber 2300 Kilometer, 20.000 Kilometer, weil zweimal über die Alpen macht nämlich Spaß. So, und zwar ist die Idee, CIS und CINICIA sind ja zwei Schwesterorganisationen, das französische Original, CIS die deutsche Kopie oder wenn man will, die Schwesterorganisation. Und deswegen ist das Ziel, sozusagen Punkte zu verbinden, nämlich deutsche Städte mit ihren Partnerstädten. Und zwar ist hier die Idee Heidelberg, Montpellier und Mannheim, Toulon, die liegen ganz günstig. Und daraus entsteht dann das Ziel, diese 2300 Kilometer zu radeln. Ich habe auch gemerkt, es ist viel schöner, wieder zurückzufahren, weil so sich dann von jemandem abholen zu lassen, das war gar nicht schön, sondern einfach wieder zurückfahren. Und das Ziel ist, also das letzte Mal waren es 18.000 Euro, Haken dran, das habe ich erreicht, dank Ihrer Unterstützung auch, dank vieler meiner Kollegen bei Leadership Choices, dank vieler Firmen, die das Ganze unterstützt haben. Und dieses Mal ist das Ziel, 40 Reisestipendien zu finanzieren und das ist eben das Äquivalent von 36.000 Euro. Um das Ganze vorzubereiten, war ich, Meckesheim heißt die Weltmetropole, in der ich lebe, die Partnerstadt davon ist in der Nähe von Paris, bin ich jetzt kürzlich nach Paris gefahren und habe dort auch den Bürgermeister treffen dürfen, wurde hier vom Bürgermeister verabschiedet. Um das Ganze schon mal so ein bisschen anzuwärmen, bin so ein bisschen umgestiegen auf etwas professionelleres Geschirr, um eben die Geschwindigkeit oder die Strecke auch irgendwie hinzukriegen. Das war also schon mal der Prolog dazu. So, jetzt kommen wir zum Thema Sponsoring. Das interessiert Sie wahrscheinlich. Wie kann ich das unterstützen? Das ist so eine tolle Idee. Selbes Konzept, nicht? Also Logo. Für alle, die eine Firma haben, in einer Firma eine leitende Position haben oder jemanden kennen, der so eine leitende Position hat, haben wir da was ganz Praktisches gebastelt. Nämlich, wir haben verschiedene Pakete. Ja, und diese Pakete sind super günstig. Sie sehen es da, ist alles beschrieben. Beim Goldpaket ist sogar ein Resilienz-Workshop mit dabei. Also Sie kriegen quasi zwei in eins. Sie tun was Gutes und kriegen noch einen Workshop dafür. Und für alle, die Non-Profit sind, gibt es den Tausch Platz auf Logo gegen Medienecho. Ja? Also so, wer das Ganze promotet in sozialen Medien, der kann das sozusagen auch tauschen gegen einen Platz auf dem Shirt. Es haben schon so ganz unwesentliche Firmen wie Coca-Cola zugesagt, die das Ganze positionieren wollen, auch in ihren Social-Media-Bereich. 3 Millionen Follower, also das wird diesmal größer. RTL ist sehr wahrscheinlich mit dabei, der Südwestrundfunk ist mit dabei, eine Medienagentur ist dahinter, um das zu unterstützen. Also von daher, das ist die Sache. Jetzt werden Sie sich denken, Mensch, wie kann ich denn unterstützen? Und wie kann ich mir das bloß merken? Weil ich habe nichts Schriftliches. Sie haben vielleicht gesehen, auf Ihren Stühlen liegt so ein Zettel. Das hat Sie vielleicht überrascht. Sie können ruhig so tun, als hätten Sie das überrascht.
Da steht alles drauf. Da müssen Sie einfach nur auf den Link klicken und dann gibt es diese Möglichkeit, da zu unterstützen. Also das heißt, heute Child Aid. Ja? Und dann so Richtung 2018, weil Mai, Juni geht es los. Richtung 2018 wäre das hier nochmal eine ganz gute Option. Einfach für Sie als Erinnerungsstütze. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im kommenden Jahr werden wir dann einen ranken, schlanken Kollegen hier begrüßen können. Hoffentlich mit seinem Trikot dieser Tour. So, jetzt darf ich Flo Schneider oder Florian Brettschneider oder beide bitten auf die Bühne. Wir haben also entschieden, dass wir in diesem Jahr wieder auf ein Instrument gehen wollen, das ja eher mit guter Unterhaltung assoziiert ist als im letzten Jahr. Wer im letzten Jahr hier war, wird sich erinnern, wir hatten eine wunderbare Akkordeonspielerin. Und bevor wir reingegangen sind, war die Meinung Akkordeon? Wirklich? Weil wir das nicht unbedingt mit dem verbinden, was vielleicht interessant sein könnte oder spannend sein könnte. Und ich glaube, alle, die hier waren, werden mit mir übereinstimmen. Das war eine begeisternde Vorstellung. Und genauso begeisternd, auf andere Art und Weise, wird uns Flo Schneider. Und jetzt ist es gerade Florian Brettschneider. Nee, jetzt gerade Flo Schneider. Okay. Dann nachher kommt noch Florian Brettschneider. Der sieht sich wie ein Zwang. Stipendiat von Live Music Now. Judy Menuhin. Und ich denke, klingt sehr froh.